Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Gäste, ich begrüße euch, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer diesjährigen Jahrtalk-Versammlung. Bevor wir zu den ganzen Formalia kommen bei der Tagesleitung, Protokoll, Tagesordnung und so weiter, freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast, den wir heute begrüßen können. Theo Bergmann ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Entsprechend werden wir die erste Stunde des heutigen Abends, auch etwas mehr, mit einem Interview und dann anschließend Diskussion zu Theos Leben, Lebenswerk verbringen. Und da freue ich mich, dass der Herr Korn von der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier ist, der, wie ich denke, durch dieses Gespräch etwas moderieren wird. Freue mich auch, dass das erste Mal hier, glaube ich, in Ludwigsburg ist. Er war dadurch früher öfters da, vor allem in der Zeit, als wir Eugen Ochs noch hier hatten. Eugen Ochsen, früher Vorgänger von Conny Ott in der IG Metall Ortsverwaltung. Und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal so weit kämen, dass die Hindenburgstraße, in der sich das Landratsamt in Ludwigsburg schändlicherweise befindet, zum Beispiel in Eugen Ochsstraße umbenannt würde. Eugen Ochs war Häftling in Buchenwald und damals mitbeteiligt mit Willy Bleicher an der Rettung von Jusu. Ihr habt vielleicht vor gut zehn Jahren, 2005 fast, glaube ich, als haben wir damals den Film in Stuttgart, hier im Kino gezeigt. Also damals waren wir noch öfters hier zusammen. Jetzt ist natürlich fantastisch, dass wir jemanden unter uns haben, der gerade seinen 100. Geburtstag gefeiert hat. Wie es sich für Theo gehört, nicht mit irgendwelchen Feierlichkeiten, sondern mit politischen Diskussionen, wie wir sie nachher in einer ähnlichen Art und Weise führen werden. Wir haben jemanden unter uns, der sein Leben begonnen hat im Kaiserreich während des Ersten Weltkriegs 1916 und dessen Leben jetzt im Prinzip alles umspannt, die ganzen großen Katastrophen dieses Jahrhunderts umspannt, die er aktiv, politisch aktiv miterlebt hat, und wir sind froh, dass wir immer wieder von seinen Erfahrungen profitieren können. Ich würde mal anfangen, Theo, mit deiner Jugendzeit. Also vielleicht nicht mit dem Ersten Weltkrieg, an den du dich sicher nicht mehr erinnern kannst, aber an deine Schulzeit. Warst du ein braver Schüler oder hat deine rebellische linke Ader damals in der Schulzeit schon ihre Quellen gehabt? Ich bin kein braver Schüler gewesen. Ich habe mehrfach die Schule wechseln müssen. Das hängt damit zusammen, dass wir zu Hause ein lebhaftes politisches Leben hatten. Mein ältester Bruder ist 13 Jahre älter als ich. Der ist 1903 geboren, der war schon Schüler im Gymnasium und der hat im Ersten Weltkrieg mit Bewusstsein miterlebt. Da hieß es damals, ein deutscher Junge nascht nicht mehr, er spart und strickt für unser Heer und ähnliche schöne Geschichten. Es gab Hunger und Strümpfe stricken für die Soldaten, und meine drei Onkel, die waren alle Soldaten im Krieg, sodass das bei uns zu Hause auch nach dem Krieg eine Rolle gespielt hat. Dann kommt nach dem Krieg, kommt der Bürgerkrieg, das habe ich auch noch nicht richtig miterlebt, aber 23, die Inflation, das habe ich schon richtig miterlebt. Und in der Schule gab es natürlich reaktionäre Lehrer, die aus dem Ersten Weltkrieg kamen, Kriegskrüppel, keine arme Teufel im Grunde. Und die haben uns beibringen wollen, dass wir doch national sein müssten und dass wir, wenn wir die Franzosen endgültig besiegen wollten, dann müssten wir nachher viele Kinder haben, weil die Franzosen das Zwei-Kindersystem hätten. Und so wurden wir belehrt. Und da habe ich angefangen zu diskutieren. Und wenn der Lehrer gesagt hat, der Jude liebt nicht, ist schuld, dass wir den Krieg verloren haben, habe ich zu Hause meine Brüder gefragt, wie war das? Da habe ich in der Schule dann angefangen zu abonnieren. Ich hatte hier noch ein paar andere Brüder in der Schule. Der nächste Ältere war noch mit mir in der Schule. Die anderen hatten schon aufgehört und waren schon Studenten. Und wir haben dann in der Schule opponiert und haben ein bisschen
wir diskutiert und es gab eine Zeitschrift Schulkampf, da haben wir die lästigen Dummheiten der Lehrer in der Zeitschrift berichtet. Die wurde verkauft in der Schule für 10 Pfennig und dann war natürlich ein bisschen Dampf in der Sache und 1929 mit 13 Jahren mussten mein Bruder und ich die Schule verlassen. Wir sind dann auf eine andere Schule gekommen, die das Gegenteil war. Mit einem sozialdemokratischen Rektor, einem Schulreformer, Siegfried Kaberau, eine Schule für Arbeiterjungen. In 6 Jahren das lernten, was wir in 9 Jahren hätten lernen sollen. Wurde also auf eine andere Weise systematischer gelernt und weniger unsinnig Zeug beigebracht. Wir hatten auch kluge Lehrer, kommunistische, sozialdemokratische, anarchistische Lehrer. Es war eine andere Atmosphäre mit einem anderen Direktor. Und so bin ich also groß geworden in die kritische Schule. Und ich bin groß geworden in der Arbeiterbewegung. Es gab damals ein breites Spektrum von Arbeiterorganisationen, ein großes Kulturleben mit Arbeitersport und Arbeiterschach und Arbeitersamariter und Arbeiterabstinentenbund, das brauchte man damals auch. Es gab sogar eine Organisation für sexuelle Aufklärung, das braucht man heute auch nicht mehr, das macht die Großstadt. Und es war ein breites System der überparteilichen Organisationen, vor allem die großen Gewerkschaften. Und da hat man mitgearbeitet und meine älteren Brüder, die waren dann bei der kommunistischen Opposition, über die nachher vielleicht zu reden wird. Und so habe ich angefangen, mich in Politik zu befassen, habe viel gelesen, habe viel mitgemacht, demonstriert am 1. Mai 1928 in Treptow, diese letzte große Riesendemonstration, haben Sozialdemokraten und Kommunisten gemeinsam. Ich habe den 1. Mai 1929 erlebt mit den Schießereien. Ich habe viel erlebt in Deutschland und das hat mich beeindruckt und hat mich ein bisschen geformt. Wer waren denn deine Lehrer? Bei wem hast du gelernt? Meine Lehrer in der Schule waren nachher der Professor Arthur Rosenberg, der immer Kommunist gewesen war, der dann Sozialdemokrat und Historiker wurde. Das war Fritz Ausländer, der Kommunist, der war der Kulturberater der Landtagsfraktion der KPD. Da hatten wir den Anarchisten Borchardt und wir hatten den Rektor Kaberau, einen Sozialdemokraten. Und da hatte ich vor allen Dingen bei der kommunistischen Opposition, habe ich dann mitgearbeitet in ihrem Büro als Hilfskraft und habe da viele Leute kennengelernt. August Thalheimer und Heinrich Brandler, Wolze, Walcher, alle die großen Leute, auch die Ausländer. Den Manner Wendelhard Reul, der damals noch Kommunist war aus Indien und den Heinz Müller, der nachher nach China gegangen ist. Ich habe interessante Menschen kennengelernt, die damals in der Arbeitsbewegung eine große Rolle gespielt haben. Und das hat mich ein bisschen geformt. Dein Vater war ja Rabbiner, Reformrabbiner in Berlin. War er begeistert von deinem linken Engagement? Es war zu Hause eine Spannung, das ist gar keine Frage. Denn mein Vater war zwar ein moderner Mensch, er war ein Reformrabbiner und er wusste, was passiert. Er hat beobachtet, was in Deutschland passierte mit dem Aufstieg des Faschismus. Er hatte 3 Zeitungen, morgens und abends in der Tageblatt und mittags nochmal die BZ. Und hat alles verfolgt und wir waren alle anderer Meinung, alle 8 Kinder waren wir. Keiner war religiös, dass es anfangs eine große Spannung gab. Aber mein Vater hat nachher doch sehen müssen, dass wir die Mehrheit sind. Und so hat es auch zwar Spannung gegeben, aber wir haben lernen können, wir haben zu essen bekommen, wenn es was gab und dann war die Sache in Ordnung. Meine Mutter hatte es manchmal schwieriger, sie war eine begabte Frau gewesen, hatte früher Bücher übersetzt in ihrer Jugend, aber dann mit 8 Kindern, da hat man damals Strümpfe gestopft bei Nacht bis um 11 Uhr. Damals gab es doch keine solchen Strümpfe wie heute. So war das Leben für meine Mutter schwierig, obwohl wir geholfen haben, aber es war zu Hause wenig Streit zum Schluss, weil mein Vater sehen musste, dass er seine Arbeit hat und wir unser Lernen hatten an unseren Universitäten und Schulen. Wie hast du den Aufstieg der Nazis erlebt? Das war in Deutschland ziemlich deutlich, in Berlin ziemlich deutlich. Man hat gesehen, dass sie demonstrieren. 1931 gab es einen Pogrom in der Leipziger Straße, wo die preußische Polizei zugeguckt hat und nichts gemacht hat. Und man hat gesehen auch, die hatten ihre Kasernen, nicht Kasernen, aber die hatten ihre Kneipen, wo sie ihre Leute konzentriert hatten. Auf dem Weg zur Volksschule zum Beispiel, am Savinienplatz, gab es eine Kneipe an diesem engen Durchgang zur Straße zur S-Bahn. Und da haben die draußen gestanden, schon in der SA-Uniform mit einem Knüppel in der Hand. Und sie haben die Menschen schon ein bisschen beeindruckt und das Fürchten gelehrt.
Es hat in dieser Zeit auch Gegendemonstrationen gegeben. Es gab ja das Reichsbanner bei der SPD und es gab den Roten Frontverbund bei der KPD, aber die Nazis wurden stärker und es wird ja nachher darüber zu reden sein, wie das gekommen ist, dass die Arbeiterbewegung nicht Widerstand geleistet hat. Aber jedenfalls hat man deutlich gemerkt, dass die Nazis stärker werden. Und seit 1929 war der Dr. Goebbels war der Gauleiter in Berlin und der hat die Sachen weiter verschärft, hat gehetzt. Die SA war überall. Und da hat zum Beispiel auch das Kleinbürgertum nicht bloß mit dem Pogrom in der Leipziger Straße, wo man schon jüdische Geschäfte eingeschlagen hat. Es gab ein Theater am Möllendorfplatz. Das war nicht weit von uns. Und da sind die abends gekommen und haben weiße Mäuse springen lassen zu 100. Und da die Leute, da gab es so Panik da drinnen und sind Leute da weggelaufen. Es waren so viele Formen des Nazi-Terrors, die in Berlin sich breit gemacht haben. Das war ganz deutlich. Man hat auch gewusst, dass sie auf den Dörfern, das hat man gewusst, das war eine berühmte Geschichte, da wurde ein Landarbeiter, Jakubowski, wurde ermordet in Potempa. Und da hat der Hitler gesagt, die Mörder wurden verurteilt, und da hat Hitler öffentlich gesagt, wenn ich an die Regierung komme, lasse ich die Leute wieder frei. Sie waren also schon sehr, sehr beweglich und sehr offen und haben ihre ganze Kraft schon gezeigt und ihre Absichten. Es war deutlich und es war in ihren Zeitungen zu lesen, was sie viel vorhatten. Jetzt waren ja die Nazis am Anfang eine kleine Sekte, so muss man sagen. Und die Arbeiterbewegung war eine mächtige, war gespalten, aber es war eine mächtige Organisation. Wie ist es gekommen, dass diese Arbeiterbewegung diese Niederlage 1933 einstecken musste? Wir hatten zwei große Parteien, die Sozialdemokratische Partei, die viel stärker war, die 120 oder 130 Abgeordnete im Reichstag hatte. Wir hatten die KPD, die hatte 80 Abgeordnete, die sehr stolz war auf ihre Mitgliedschaft. Aber die beiden Organisationen hatten sich entwickelt im Laufe der Zeit. Bis 1914 hat es eine Einheit gegeben. 1914 sind die sozialdemokratischen Führer entgegen dem Willen ihrer Mitglieder bereit, mit dem Kaiser zu gehen, entgegen den Beschlüssen auch, die man in Stuttgart 1907 und in Basel 1912 gefasst hatte. Man war bereit, den Krieg zu unterstützen, in der Hoffnung, dass man dadurch die Arbeiterbewegung anerkannt würde als eine gleichberechtigte Kraft. Es kam zu großen Spaltung. Die Spaltung hing weiter. Sie war zuerst nur politisch, nachher wurde sie auch organisatorisch. Sozialdemokratie hat sich weiter gespalten. Ende 1918 wurde aus dem Spartakusbund, der mitten im Ersten Weltkrieg gegründet wurde, wurde die Kommunistische Partei. Die Kommunistische Partei war am Anfang selbstständig, aber sie machte mit in der Kommentar 1917 Russische Revolution. Da wird eine große Hoffnung in der Welt und Lenin und die Sowjets und die russischen Bolschewiki beschließen, eine internationale zu schaffen. Das war voreilig, glaube ich, denn diese Internationale hatte einen Geburtsfehler. Es gab nur eine Partei, die regierte und die anderen Parteien waren gerade im Entstehen. Die Deutsche Kommunistische Partei, die hatte schon vielleicht über 100.000 Mitglieder, aber die anderen Parteien, die waren gerade in der Entstehung begriffen. Deswegen war Rosa Luxemburg, die eine große Internationalistin war, sie war dagegen, dass man eine Kommentare und eine Internationale gründet. Die Bolschewiki hatten das aber gehofft, sie hatten auch gehofft, die Internationale würde ihnen helfen, aus der Isolierung rauszukommen. Die deutschen Arbeiter, das würde die russische Revolution, würde eine Beispielwirkung haben. Und die deutschen Arbeiter würden, da sie so tüchtig waren, die deutschen Arbeiter eine große Organisation hatten, würden sie der Revolution helfen, aus der Isolierung rauszukommen. Das alles war nicht der Fall. Die Arbeiterbewegung hat sich weiter gespalten. Bis 28 gab es noch eine gewisse freundliche Diskussion in den gemeinsamen Organisationen, in den überparteilichen Gewerkschaften und Arbeitersport und so weiter, die ich erwähnt habe. Aber nachher wurde die Spannung immer größer. Die Partei wurde regiert von sowjetischen Beratern und von Sekretären, die jetzt in der Sowjetunion von der KPDSU abhängig waren. Es war nicht mehr die Partei von früher, die selber beschlossen hatte, sondern es war eine Partei, die das zu machen hatte, was die KPDSU und die Kommentare beschlossen haben. Und der große Fehler war dann, dass eine große Wendung kam
1928 in der Kommunistischen Partei. Man hat beschlossen, dass die Sozialdemokraten unsere Hauptfeinde seien. Die seien Sozialfaschisten und Zwillingsbrüder des Faschismus. Und die Kommunisten sollten gegen die Sozialdemokraten kämpfen. Und nicht bloß gegen die da oben, auch gegen die da unten. Es gab einen sozialdemokratischen Polizeipräsidenten in Berlin, Zorgiebel, den ich nicht geliebt habe, der 1929 31 Tote gemacht hat am 1. Mai. Aber da hieß es, schlag die kleinen Zorgiebels, wo er sie trifft. Man sollte in der Fabrik mit den sozialdemokratischen Arbeitern nicht mehr reden, sie waren unsere Feinde. Man wollte die Gewerkschaften spalten, alle diese überparteilichen Organisationen wurden gespalten. Bis zur Organisation für sexuelle Aufklärung, das musste auch gespalten werden, das musste auch anders organisiert werden für Kommunisten. Und diese Spaltung hat dann katastrophal gewirkt. Auf der anderen Seite, die sozialdemokratischen Führer wurden immer antikommunistischer und haben gesagt, wir werden die bürgerliche Demokratie verteidigen, indem wir Hindenburg wieder wählen. Hindenburg war ja Generalfeldmarschall gewesen. Und man hat erklärt, Hindenburg würde ja 28, als die Neuwahl, als die Wahlen statt, 32, als die Wahlen wieder stattfinden wurden, wieder stattfinden sollten, hat man beschlossen, dass man Hindenburg wählen würde als letzten Schutzgraben gegen den Faschismus. Herr Hindenburg als Generalfeldmarschall würde keinen Korporal zum Reichskanzler nennen. Das war im Mai 1932 und 8 Monate später hat das der Generalfeldmarschall doch gemacht. Und so war man mit all diesen Dummheiten, die die Sozialdemokraten und Kommunisten hatten, hat man verschlafen, dass der Faschismus immer stärker wird. Es gab eine Menge Beruhigungspillen. Eine Beruhigungspille hieß, Deutschland ist nicht Italien. Die nächste Beruhigungspille hieß, wir sind ein Land der Dichter und Denker, das kann bei uns gar nicht passieren. Man wusste vom Faschismus in Italien, vom Mord an Matteotti, von den faschistischen Ligen und all diesen Dingen wusste man, aber Deutschland war ja so demokratisch und so gut. Und die Sozialdemokratie hat beschlossen, dass wir, solange die Demokratie herrscht, solange der Hitler sich an die Legalität hält, würde man nichts machen. Und diese Arbeiter sollten warten, bis die Sozialdemokraten sie aufrufen würden zum Widerstand. Die Arbeiter waren bereit zum Widerstand. Das Reichsbanner von der SPD und der Rote Frontverbund von der KPD, die haben darauf gewartet, dass man ihnen das Signal gibt zum Widerstand. Aber nachdem man dauernd gesagt hatte, das ist nicht so schlimm, das ist nicht so schlimm, ist noch kein Staatsstreich, gab es zu einem legalen Staatsstreich, dass der Reichspräsident den Hitler zum Reichskanzler ernannt hatte. Und damit war die Sache schon fast geschehen, aber noch nicht ganz. Es beginnt der große Terror 1933 schon, kurz nach der Berufung von Hitler zum Reichskanzler. Zu den nächsten Tagen marschiert die SA mit der Polizei. Man arbeitet zusammen, die SA wird zur Höchstpolizei, sie organisiert die Polizei nach ihren Gründen, nach ihren Methoden. Und am 27. Februar wird der Reichstag angezündet von Hermann Göring und die anderen haben nichts gemacht. Am 19. Februar erklärt der Hitler den 1. Mai zum Feiertag der nationalen Arbeit. Der ADGB beschließt, da das endlich unser Ziel erreicht ist, dass dieser Feiertag unser Feiertag wird, will man mitmarschieren am 1. Mai. Man fordert die Arbeiter auf, am 1. Mai mit den Nazis mitzumarschieren. Es wird zu einem Zwangsaufmarsch und die Arbeiter sind verwirrt. Und nachdem man 1933 keinen Widerstand geleistet hat, kommt es zu einer gewissen Demoralisierung. Die KPD behauptet, man hat gar keine Niederlage erlitten, weil man nicht gekämpft hat. Auch ein schlechter Witz. Und es hat Jahre gedauert, bis die KPD gemerkt hat und bis Stalin gemerkt hat, dass die Nazis aggressiv sind und dass sie gegen die Sowjetunion sich rüsten. Und da hat man 1935 angefangen, die neue Sache aufzuarbeiten. Ja, bis 1935 hat die KPD praktisch fast keinen Widerstand geleistet und der Widerstand wurde nur geleistet von den kleinen Organisationen KPDO, SAP, Trotzkisten, es gab eine revolutionäre Pazifisten, es gab eine ganze Reihe von Organisationen auf der Linken, die diesen Widerstand geleistet haben. Die hatten auch vor 1933 für die Einheitsfront geworben, aber die großen Parteien haben die Einheitsfront abgelehnt. Die Sozialdemokraten haben gesagt, mit diesen Leuten können wir nicht kämpfen. Die KPD hat gesagt, mit diesen Leuten können wir nicht kämpfen. Einheitsfront nur unter der Führung der KPD.
Das war natürlich kein Einheitsbund möglich, weil die Sozialdemokraten sich der Führung der KPD nicht unterordnen wollten. Also damit war die Einheitsfront erledigt. Und deswegen hat zwar an manchen Orten, in Wössingen, in Stuttgart und anderswo, Widerstand gegeben, aber dieser Widerstand war lokal. Es gab keinen Widerstand der großen Organisationen. Die haben kapituliert. Der Widerstand war damit erledigt bis 1935. Die Linksradikalen um Thälmann haben damals behauptet, der Hauptfeind wäre die SPD. Du hast damals zur KPO gehört, zum Spektrum der KPO und Thalheimer. Wie hat Thalheimer denn die SPD und den Faschismus eingeschätzt? Ich glaube, das war die beste Theorie, die es damals gegeben hat. Es gab schon Vorarbeiten. Auch Clara Zetkin hat 1922 über den Faschismus geschrieben. Aber ich glaube, die beste marxistische Analyse war die von August Thalheimer, der gesagt hat, der Faschismus ist dazu da, die Kapitalherrschaft zu konsolidieren, die gefährdet war ein bisschen durch die starke Arbeiterbewegung, die wir damals hatten. Und man war auch ganz klar schon über die Ziele der Faschisten. Der Hitler hatte das ja in Mein Kampf beschrieben. Es ging darum, die Arbeiterbewegung zu zerstören, den deutschen Kapitalismus so stark zu machen durch Aufrüstung, dass man endlich die Niederlage von Versailles, den Schandvertrag von Versailles aufheben konnte. Die Revanche war das große Ziel des deutschen Kapitalismus. Und Hitler hat diese Parolen und diese Ziele deutlich gemacht, sowohl in seinem Buch wie auch 1932. Im Juli 1932 gab es eine Veranstaltung der Industriellen und Bankiers in Düsseldorf, und da hat Hitler sprechen dürfen. Er hat seine Ziele erklärt: Zerstörung der Arbeiterbewegung, eine Diktatur, die Vereinheitlichung, Ende der bürgerlichen Demokratie, die schon ganz schwach und im Zerfall war, und Aufrüstung. Und Thalheimer schreibt schon 1929 sowohl über diese Aufhebung der bürgerlichen Demokratie wie auch, dass in der Außenpolitik, wenn Hitler an die Macht kommt, wird ein Krieg vorbereitet. Das konnte man 1929 lesen. Es war also nichts Neues, es war nichts Geheimes. Diese Politik, diese Klarheit von Thalheimer wurde von der anderen abgelehnt mit diesen merkwürdigen Parolen: Deutschland sei nicht Italien. Und Ende 1932 hat der Thalheimer nochmal einen Artikel geschrieben: Deutschland und Italien. Und hat diese blöden Parolen, dass alles in Deutschland nicht so schlimm sei, deutlich widerlegt und hat erklärt, warum der Faschismus in Deutschland härter und brutaler sein würde als in Italien, weil man in der Welt sich durchsetzen wollte, weil Deutschland dabei war, endlich den Versailler Vertrag und die Benachteiligung in der Welt zu beseitigen und teilzunehmen an der Neuaufteilung der Welt, der Kolonialressourcen, die es damals gab. Es gab ja damals weiter die Welt noch aufgeteilt in Kolonialreiche der Franzosen, der Engländer, der Japaner, der Belgier, der Holländer. Und an diesen Sachen wollten die deutschen Kapitalisten endlich teilnehmen und wollten auch ein neues Land gewinnen, anderswo, um Deutschland, das hieß ja, Deutschland sei ein Volk ohne Raum. Und damals waren wir ungefähr 140 Einwohner auf dem Quadratkilometer. Jetzt sind wir, glaube ich, 280. Wir leben besser als früher. Parolen, die die Nazis gemacht haben und die deutsche Professoren ausgeführt haben. Viele von den deutschen Professoren haben dem Hitler die Theorien gemacht, die im Grunde keine wissenschaftlichen Theorien waren, sondern die Schwindel waren. Es gibt keine Rassen unter den Menschen. Rassen gibt es bei den Fliegen und bei den Schweinen und bei den Kühen, aber nicht bei den Menschen. Bei den Menschen ist es Haut. Bei den Menschen gibt es Hautfarben, aber die Gene sind die gleichen bei uns allen. Und das haben die Professoren, die sich mit Pflanzen befasst haben und mit Tieren, die haben das auf die Menschen übertragen. Völlig unwissenschaftlich. Aber die deutschen Professoren waren bereit, dem Hitler die Theorien zu liefern, die er für seine Politik brauchte. Da haben alle mitgemacht, die deutsche Kapitalisten, die Industriellen, die Bankiers, die Großgrundbesitzer, die Justiz, die Professoren, die Polizei, die Armee. Alle haben mitgemacht, die haben den Kapitalismus an die Macht gebracht, den Faschismus an die Macht gebracht. Darf ich mal einen kurzen Werbeblock einschieben? Wir können natürlich nicht alle Themen, die Theo jetzt anspricht, vertiefen, aber wir haben hinten ein paar Bücher von ihm ausgelegt.
Unter anderem sehr interessant und empfehlenswert ist die Neuausgabe seiner Erinnerungen im Jahrhundert der Katastrophen. Er hat, glaube ich, ausgelegt ein Buch über den Israel-Konflikt hier. Es gibt ein ganz wichtiges Standardwerk von ihm über die KPDO, in der diese ganzen Konflikte dann auch im Detail beschrieben werden. Ich darf vielleicht auch noch hinweisen auf das Geburtstagsheft von Sun Theo in der Zeitschrift Sozialismus. Dort findet er dann auch Informationen über seinen Lebenslauf und ähnliche Dinge. Liegt hinten auch mit aus. Jetzt darf ich mal wieder persönlich werden, Herr Theo. 1933 war das ja auch ein Einschnitt für eure Familie, für dich und für deine Brüder, für deine Eltern. Was hat die Nazi-Diktatur für deine Familie gebracht? Also es gab, man war ja überall, waren die Nazis ja stark, und am 7. März 1933, zwei Tage nach dem sogenannten Reichstagswahl, kommt die SA morgen und möchte bei uns Haussuchung machen, weil sie gehört hätten, dass bei uns Waffen auf der Dachkammer liegen. Das war der Tag, an dem meine Großmutter beerdigt werden sollte in Berlin-Weißensee. Die war am Freitag vor der Wahl, am 3. März, gestorben. Und am 5. März war die Wahl. Und da sagt meine Mutter, kommen Sie doch morgen wieder, heute ist die Beerdigung meiner Mutter, also meiner Großmutter. Und an dem Morgen, um 5 Uhr, hat meine Mutter meine Sachen zusammengepackt. Die hatten alles auch für mich vorbereitet, meinen Pass. Und die hat mich zum Bahnhof gebracht. Und ich bin ausgewandert an diesem Tag, am 7. März 1933, mit 17 Jahren, kurz nach meinem Abitur, habe ich Deutschland verlassen, habe zuerst ein paar Wochen in Saarbrücken gelebt und habe dort gewartet auf das Zertifikat. Mein Vater hat dafür durchgesetzt, dass ich nach Palästina reisen musste. Das war damals der einzige Platz, wo man jüdische Kommunisten aufnehmen wollte. Meine anderen Brüder, mein Bruder Alfred, der wurde einen Tag später verhaftet und kam ins Lager, ins Moor, und wurde bis zum Januar 1934 hatte er im Moor gesessen. Meine anderen Brüder mussten die Universität abbrechen. Der älteste Bruder war bereits Privatdozent in Berlin. Der bekam eine Stelle bei Chaim Weizmann, der ein großer Chemiker war. Und er ging nach London mit seiner Frau. Mein Bruder Arthur war noch eine Weile in der Rechtsanwalt, war noch eine Weile in Berlin und hatte das Rechtsanwaltsbüro von dem Spartakus nahestehenden Rechtsanwalt Siegfried Weinberg übernommen, der kurz vorher gestorben war. Es gab eine ganze Gruppe von Rechtsanwälten, die der kommunistischen Bewegung nahestanden, die mit Rosa Luxemburg befreundet waren, die aber nicht in die KPD eingetreten waren in der unterliegenden Zeit. Es gab ein Rechtsanwaltsbüro hinter dem Roten Rathaus von Siegfried Weinberg, einem bekannten Linken, und den hat mein Bruder übernommen, hat das noch ein Jahr gehalten, da musste er auch gehen. Und meine Schwester, meine älteste Schwester, war schon ausgezogen, hatte schon geheiratet, lebte in Saarbrücken. Der Bruder Felix, der Medizin studiert hatte, konnte sein Examen gerade noch machen, hat dann eine Stelle bekommen, auch in Palästina, wie mein Bruder Ernst. Und der Bruder Josef, der ging nach, der Alfred war im Lager in dem Moor, der Bruder Josef ging nach Saargebiet und hat dann die Grenzarbeit für die KPU mit organisiert. Das Saargebiet war ja noch unter französischer Kontrolle, war Völkerbundsmandat für Frankreich. Und meine jüngste Schwester blieb bei meinen Eltern. Und Anfang 1934 haben meine Eltern und meine jüngste Schwester die Zertifikate bekommen, dass man nach Palästina einreisen konnte, und dann sind die nach Palästina gekommen. Wir waren nach dem Januar 1934, gab es keinen Bergmann mehr in Berlin, außer meinem Bruder Alfred, der im Moor gesessen hat. Du bist nach Palästina gegangen. Welche Erfahrungen hast du dort gemacht? Was im Kibbutz als Arbeiter? Ich habe in Palästina als Landarbeiter gearbeitet, ein paar Mal auch auf dem Bau. Es gab große Schwierigkeiten für jüdische Arbeiter, weil die jüdischen Pflanzer eigentlich keine Zionisten waren, sondern es waren Leute, die mit billigen Arbeitskräften arbeiten wollten. Es gab eine Konkurrenz zwischen den jüdischen und den arabischen Arbeitern. Die jüdischen Arbeiter hatten die Histadrut, und unser Mindestlohn pro Tag war 20 Piaster. Das war damals der Wert von 2 Mark. Aber damals waren ja auch die Preise anders. Und
Wir sollten dann gegen die arabischen Arbeiter bei den jüdischen Pflanzern kämpfen. Wir sollten uns Arbeit erobern. Das hat mir nicht so richtig gepasst. Ich habe mir gedacht, wegen der 5 Gaster, die anderen weniger verdienen, ich habe keinen Grund, gegen arabische Arbeiter zu kämpfen. Mir hat das nicht gepasst. Ich habe mir also andere Arbeit gesucht. Auf dem Bau habe ich gearbeitet, habe ein paar Freunde gehabt, die haben mir hier geholfen und da. Und ich habe nicht mit der Handhacke gegen arabische Arbeiter gekämpft. Das haben andere auch nicht gern gemacht. Und da habe ich eine Stelle gefunden, einem Kibbutz im Norden, der gerade gegründet war, habe dort ein Jahr gearbeitet. Also da arbeitete man umsonst für Essen und Wohnen. Und das war interessant, das war gerade der Aufbau. Habe ich das miterlebt und dann habe ich mir gesagt, jetzt will ich noch ein bisschen Landwirtschaft studieren und ich möchte mit dabei sein, wenn in Deutschland die Nazis besiegt werden. Wir waren so dumm und hatten gehofft, dass nach 3 Jahren vielleicht die deutschen Arbeiter Hitler stürzen würden. Wir hatten uns auch die Härte und die Intensität des Terrors nicht vorstellen können. Auch Thalheim hatte sich nicht vorstellen können, wie schnell das geht und wie stark diese Kontrolle war, überall in jedem Haus, in jedem Dorf, überall waren Nazi-Kontrolleure. Und da war es natürlich das, was ich mir gedacht hatte, nach ein paar Jahren wird der Hitler besiegt, das war natürlich falsch. Ich hatte mich geirrt, es hat 12 Jahre gedauert und ich habe gedacht, 3 Jahre, 9 Jahre habe ich mich geirrt. Aber der Hitler hat sie um 988 Jahre geirrt. Hat behauptet, 1933 am 3. Februar, wir werden 1000 Jahre regieren. Wir werden Marxismus, Bolschewismus und Judentum haben wir endgültig vernichtet. Und von diesen 1000 Jahren, das hat er in 12 Jahren fertig gemacht, Deutschland zu zerstören, Juden umzubringen, Slawen umzubringen und so weiter. Er hat das schnell gemacht. Und mit den 988 Jahren, das waren 12 Jahre erledigt, und da gab es nur Trümmer. Mein Irrtum war groß, aber dein Irrtum war viel größer und viel teurer. Wie hast du denn das Nachwirken des Nazismus selber auch in deiner akademischen Laufbahn als Agrarprofessor in Hohenheim dann erlebt? Ich habe das schon vorher erlebt. Ich habe es schon erlebt, als ich in Deutschland anfing nach 1945. Ich habe ein Jahr in der Reichsverwaltung, Güterverwaltung der Reichswerke Salzgitter gearbeitet, wo ein KPO-Genosse Betriebsratsvorsitzender war. Und da habe ich schon erlebt, dass manche von diesen ehemaligen Soldaten, die ich da den Arbeit, die ich zu organisieren hatte als Verwalter eines großen Gutes, dass die zum Teil Nazis waren. Aber das war nicht so schlimm. Als ich meine erste Arbeit fand nach dem Doktorat, habe ich Arbeit gefunden bei der Landwirtschaftskammer Hannover und da war der Leiter der Personalabteilung, das war ein alter Nazi, der Herr Mertens, und der konnte einen Juden nicht vertragen unter 1500 Arbeiter, Angestellten und Beamten. Und die wollten mich nicht anstellen nach der Probezeit. Da ich das erfahren habe, dass er ein Nazi war und dass er einen Juden nicht ertragen konnte, habe ich die Sache öffentlich gemacht. Da habe ich gesagt, wenn ich jetzt keine Stelle finde, wenn ihr mich nicht anstellt, werde ich das in die Öffentlichkeit bringen. Da habe ich doch die Stelle bekommen. Aber es war also eine harte Auseinandersetzung. Als ich in Hohenheim angefangen habe, 1965, habe ich auch Schwierigkeiten gehabt. Es gab einen Nazi-Professor, der wollte nicht zugeben, dass Theodor Dreismann sich habilitiert und vielleicht eines Tages Professor wird. Da habe ich den Leuten gesagt, ich habe auch, als ich in Hohenheim anfing, in der Universität 1965, habe ich gesagt, ihr müsst wissen, ich bin Kommunist und ich bin Jude und wenn ihr mich nicht brauchen könnt, ich habe 2 andere Angebote. Ich hatte damals, war der Arbeitsmarkt für junge Akademiker gut, ich hatte 2 andere Angebote, eins nach Indien und eins nach Afghanistan. Aber ich wollte gerne nach Deutschland zurück, weil meine Genossin, meine Frau, war eine Stuttgarterin, eine Stuttgarter Arbeiterin aus der KPO. Und wir wollten gerne zurück nach Stuttgart und ich wollte gerne an die Uni, weil ich das für eine schöne Arbeit fand. Das habe ich nicht durchgesetzt, aber es war nicht leicht. Ich habe natürlich nicht nur Freunde gehabt, ich hatte auch viele Gegner an der Universität, aber ich habe mich behauptet und ich habe gelernt, dass man seine Zähne zeigen muss, dass man keine Angst haben kann. Wir leben ja nicht im Faschismus, wir leben in einer bürgerlichen Demokratie. Die mag schlecht sein, aber man muss sein Recht behaupten, das habe ich gemacht. Ich habe in Hohenheim mich durchgesetzt und habe meine Arbeit machen können und es war mein schönster Arbeitsplatz in meinem Leben. Alle Freiheiten der Lehre und der Forschung. Ein schwieriges Kapitel war in
Tradition der Linken immer das Verhältnis der Linken zu Israel. Es ist heute natürlich wenig bekannt, dass Israel ohne die Unterstützung der Linken überhaupt nicht existieren hätte können. Also die israelische Luftwaffe ist aufgebaut worden mit Flugzeugen damals aus der Tschechoslowakei und mit russischer Unterstützung. Und die ersten Piloten der israelischen Luftwaffe waren französische Kommunisten. Und auch mein Cousin. Und auch dein Cousin. Jedenfalls ist natürlich meine Frage dann, wie sollte sich die Linke zu Israel positionieren? Wir wissen heute das meiste nicht mehr. Kein Mensch weiß, dass die Sowjetunion damals vor der stalinischen Antisemitismuswelle die erste war, die verlangt hat, dass die Juden einen Staat bekommen. 1947 bei der UNO hat Gromyko, der russische Außenminister, erklärt, niemand hat den Juden geholfen gegen Hitler, sie haben ein Recht auf einen eigenen Staat. Und das ist der Antrag gewesen von der Sowjetunion, dass Israel anerkannt wird als ein Staat. Das habe ich auch zitiert in meinem Buch, in meinem Büchlein. Das sind Dinge, die heute keiner mehr weiß. Ich habe auch gefunden, unter anderem ein Poster von einem Verein, Freundschaft Israel-Sowjetunion, 1948. Da steht, die Russen waren die Ersten, die einen Botschafter in Tel Aviv hatten. Vor allen anderen, die Amerikaner und englischen Konservativen, waren gegen den Staat Israel, gegen die Gründung des Staates. Und in diesem Poster von diesem Freundschaftsverein steht drin, wir begrüßen den sowjetischen Botschafter. Und die Freundschaft zwischen Israel und der Sowjetunion ist die Garantie unserer nationalen Unabhängigkeit. Ich habe das zitiert in meinem Büchlein. Das sind Dinge, die sind heute schwer vorzustellen. Die Welt hat sich so gedreht und es sind so viele Veränderungen gewesen, dass man sich das nicht mehr vorstellen kann. Aber ganz ohne Zweifel waren das nicht bloß die Russen, sondern es waren auch die Zionisten und Sozialisten aus vielen Ländern, die gelernt hatten, man muss sich verteidigen, man darf sich nicht unterkriegen lassen von den Nazis. Aber es hat große Veränderungen gegeben. Natürlich ist Israel heute nicht mehr der Staat, der es gewesen ist bei seiner Gründung. Damals gab es keinen Netanyahu, damals gab es alles das nicht, sondern es gab eine junge Juden, die gesagt haben, wir müssen uns wehren gegen jede Vernichtungswürde. Die Dinge ändern sich im Laufe der Zeit. Die Linke in Europa hat zum großen Teil auch missverstanden, was in Israel passiert. Viele von den jungen Linken haben geglaubt, der Kibbutz, das ist Israel. Ich habe gewusst, dass Israel, dass die Kibbutzim ganz wichtig sind, aber dass das trotzdem ein bürgerliches Land ist. Und ich habe dann gelernt, dass die Kibbutzim sind sozialistische Inseln im kapitalistischen Ozean. Das ging gut bis 67. 67 siegen die Israelis gegen alle Erwartungen. Der zweite große Krieg, 48, der erste Krieg, wo die Israelis gesiegt haben, wo man die Juden ins Wasser werfen wollte, weil man ja geglaubt hatte, die Juden seien wasserscheu und feige und können nicht kämpfen. Da haben sich die anderen geirrt und hatten eine Einheitsfront der arabischen Staaten. 1967 die gleiche Dummheit. Man denkt, dass man die Israelis erledigen kann. Eine neues Bündnis, Ägypten, Syrien, Irak, Libanon, alle gegen Israel. Und man ist überzeugt davon, dass man siegen kann. Und die größte Dummheit war, dass Ulbricht und Brezhnev aus bestimmten Gründen die anderen ermutigt haben, ihr werdet siegen. Das hängt zusammen unter anderem mit der Hallstein-Doktrin, an die sich auch keiner mehr erinnern wird. Der erste Außenminister Deutschlands, der Bundesrepublik, war Professor Hallstein. Und der hat gesagt, Wer die DDR anerkennt, mit dem brechen wir die Beziehung ab. Und da hat sich Walter Ulbricht natürlich bemüht, Anerkennung zu finden, irgendwo diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Und eine diplomatische Beziehung war mit Ägypten. Und da hat man den Ägyptern Waffen geliefert und hat gesagt, ihr werdet schon siegen. Man hat sie richtig ermutigt, das ist gar keine Frage, so war das eindeutig. Und trotzdem sind sie besiegt worden, weil die Israelis mit dem Rücken gegen die Wand standen. Wenn sie besiegt worden wären, hätte es kein Israel mehr gegeben. Und sie wollten nicht nochmal auswandern aus diesem Land. So haben sie gesiegt und es kommt ein paar Tage nach diesem merkwürdigen Sieg, den keiner erwartet hatte, wo sie große Flächen erobert hatten, den Sinai und die Golanhöhen und die Westbank und so weiter. Nach diesem großen Sieg kommt die Golda Meir und sagt, wir warten nur auf den ersten Anruf, dann geben wir alles zurück. Wenn ich das heute einem jungen Soldaten in Israel erzähle, würde er sagen, du lügst.
Junge will die Studenten sagen, wenn ich die Wahrheit erzähle, dann kann das kein Mensch mehr vorstellen, wie das damals war, wo ich den Studenten erzählt habe von Gromyko, da haben die Studenten ihren Hohen lang gesagt, sagt man, du liegst. So war das. Und so ist das immer wieder, dass diese großen Veränderungen, dieses Hin und Her, diese großen Umwälzungen zwischen den Staaten, dass das heute schwer vermittelbar ist. Das sind Dinge gewesen, die die Welt völlig verändert haben. 1967, also siegen die Israelis, die Linke spaltet sich in Europa, die vor allen Dingen bei den Intellektuellen, die früher begeistert waren für die Kibbutzim, sagen mit einmal, Israel ist faschistisch, imperialistisch und so weiter, blöde Redensarten, und es gibt also eine neue Feindseligkeit gegen Israel, aber die gibt es nur bei einem Teil der Studenten, beim SDS, bei den anderen, bei den Professoren und einigen SDS-Leuten kommt eine andere Position. Die Professoren, der Rentorf, der Theologe aus Heidelberg, und der Heidorn, der Philosoph und Cicina-Kenner, der Ernst Bloch, der Walter Fabian und auch andere, die machen eine Tagung in Frankfurt, in der Paulskirche, und erklären, wir freuen uns, dass Israel gesiegt hat, und wir hoffen, dass sie demnächst alles zurückgeben werden, was sie erobert haben. So kommt es zu einer Spaltung, und die Linke ist nachher immer wieder gespalten, und ich glaube, man kennt heute nicht die Wirklichkeit der Geschichte, und natürlich ist heute wieder eine andere Situation. Es ist nicht mehr die Arbeiterpartei, die regiert, und heute regieren Reaktionäre wie der Netanyahu. Und die anderen werden unterstützt, die Hamas wird unterstützt von den Iranern. Die Iraner haben zwar kein Interesse an den Israelis, an den Juden, aber sie haben ein Interesse, die arabischen Staaten auf ihre Seite zu ziehen, weil es eine Auseinandersetzung gibt im Nahen Osten zwischen Saudis und Iran. Das ist heute der große Gegensatz zwischen den offiziell ist das der Gegensatz zwischen Schiiten und Sunniten, aber das ist unsinnig, das ist nur die religiöse Verkleidung. In Wirklichkeit gibt es einen Gegensatz zwischen Saudi-Arabien mit seinem Erdöl und Iran mit seinem Erdöl. Und die Iraner versuchen, die arabischen Staaten auf ihre Seite zu ziehen, indem sie den Kampf gegen Israel anführen wollen. Auf beiden Seiten, sowohl bei den Israelis wie bei den Palästinensern, gibt es Gegner des Friedens. Netanyahu will keinen Frieden, aber auch die Hamas will keinen Frieden im Gazastreifen. Und es gibt einen Gegensatz zwischen der Hamas im Gazastreifen und der Fatah, die in Ramallah regiert. Es hat ja 2006 einen Bürgerkrieg unter diesen beiden Gruppen, unter den Arabern gegeben, mit vielen Toten im Gazastreifen. Und im Gazastreifen hat die palästinensische Behörde in Ramallah keinen Einfluss. Und die Hamas wird unterstützt von Iran. Und deswegen ist eine Auseinandersetzung da. Die Hamas möchte alles haben, möchte die Israelis vertreiben. Und der Netanyahu möchte immer noch die Araber vertreiben. Das geht aber beides nicht mehr. Die Araber werden bleiben. Und was die Netanyahu macht, ist gegen den Frieden. Und was die Hamas macht, ist auch gegen den Frieden. Sodass ich glaube, dass diese beiden abgesetzt werden müssen. Aber eine Regierung abzusetzen, ist gar nicht einfach. Es gibt aber ein paar neue Entwicklungen, die ich kurz erwähnen will. Heute steht in der Süddeutschen Zeitung, dass der ägyptische Außenminister in Jerusalem war und dass er verlangt hat, dass man wieder über den Frieden verhandelt. Er muss das natürlich dem Netanyahu sagen, aber ich bin überzeugt davon, Netanyahu möchte 100% das Ganze haben, so wie die Hamas das Ganze haben will. Aber immerhin, es gibt einen neuen Vermittler, der sagt, die Ägypter sagen, die haben ja einen Friedensvertrag mit Israel seit 1978 und die haben die Ägypter sagen heute, wir wollen, dass ihr verhandelt. Das sagen auch viele andere. Das haben auch vor 14 Tagen 200 ehemalige Offiziere, Generäle und Geheimdienstchefs in Israel gesagt. Es gibt einen Brief seit etwa 2 Wochen von diesen führenden Militärs und Geheimdienstlern, die sich gegen Netanyahu wenden. Das halte ich für eine sehr wichtige Sache, weil ich überzeugt bin, dass die Wirkung von außen schwierig ist. Dass man natürlich von innen Druck ausüben muss auf die Regierung, damit sie nachgibt, oder dass man die Regierung absetzt, wenn sie keinen Frieden will. Und das ist eine wichtige Sache, dass es jetzt von den Militärs, die Israel verteidigt haben und verteidigen wollen, den Wunsch gibt und den Druck gibt auf Netanyahu. Wenn diese Leute sich einigen können mit den anderen Linken in Israel, auch mit den Arabern, die Frieden wollen, dann ist es möglich, dass man Netanyahu zwingt oder ihn stürzt.
Es gibt seit den Wahlen von 2015 gibt es eine gemeinsame Liste der israelischen Kommunisten mit den arabischen Parteien. Sie haben es damals fertiggebracht, alle arabischen Parteien an die Wahlurne zu bringen, die meistens vorher die Wahlen boykottiert haben. Und so gibt es heute eine gemeinsame Liste von 10 Abgeordneten im israelischen Parlament, geführt von einem arabischen Kommunisten namens Odeh. Und diese Leute sind auch für den Frieden. Und vielleicht wird es auch noch andere geben. Ich glaube, dass die meisten, sowohl Israelis wie die meisten Araber, die in Israel leben, dass sie auch genug haben vom Krieg. Und wenn sie imstande sind, so starken Druck zu machen, dass sie den Netanyahu entweder zwingen oder stürzen, dann gibt es vielleicht eine Chance auf den Frieden. Aber unter den Druck von unten im Lande wird das ganz schwierig sein. Wir machen jetzt einen Sprung aus Zeitgründen. Ich glaube sowieso nicht, dass wir alle meinen vielleicht schon, aber die aus dem Publikum vielleicht nicht mehr. Aber wir haben ja heute einen Ministerpräsidenten, der bei dir in Hohenheim studiert hat und von Berufsverbot bedroht war. Berufsverbot bekommen hat, nämlich Wilfried Kretschmann, der damals einer der schärfsten Doktrinäre des KBW in Stuttgart war. Er war viel radikaler als ich. Viel radikaler. Radikaler als wir alle zusammen hier. Genau. Aber damals, Brandler hat ja schon immer gesagt, es gibt Leute, die wandern vom linken Straßengraben in den rechten Straßengraben. Und da gehört Kretschmann sicher dazu. Aber du hast ihn damals verteidigt. Ich habe alle die Leute verteidigt, die auch die KPD, die Leute, die in der DKP waren, die nicht DKP, die damals im MSB Spartakus waren. Und ich habe für alle gekämpft. Ich hatte einen Doktoranden, der Schwer, da habe ich natürlich gekämpft in der Öffentlichkeit. Wir sind zur Zeitung gegangen, haben in Zeitung geschrieben. Ich habe natürlich mich gegen die Berufsverbote gewehrt. Die Studenten wussten, den Theodor Bergmann kannte man. Und wer also keine Arbeit hatte und Arbeit suchte, der geht zu Herrn Bergmann, haben sie nicht Arbeit für mich. Und damals hatten wir ja Hilfskräfte für 8,50 Mark. Aber die sollten auch bei uns nicht arbeiten, ohne die Genehmigung. Und ich habe sie trotzdem beschäftigt, weil es schwierig war zu warten, bis die ganzen Formalien erledigt waren. Die hätten vorreiten müssen bei dem Aktuar der Universität und bescheinigen müssen, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterstützen, dort und solche Geschichten. Und wenn sie zu mir kamen, weil ihr fangt bei mir an zu arbeiten und ich will das schon regeln. Und ich habe sie alle, soweit ich Geld hatte, habe ich sie alle beschäftigt und habe natürlich für sie gesorgt und habe öffentlich gegen die Berufsverbote mich gewehrt. Aber man darf das nicht so tragisch nehmen. Studenten sind junge Menschen, die können sich irren. Und manche sind besonders radikal. Ich denke, bei manchen ist das eine politische Pubertät, bei manchen ist es ehrlich, das ist unterschiedlich. Und ich glaube nicht, dass diese besondere Radikalität, dass sie immer bleibt. Manche von den Studenten sind links geblieben, mit denen bin ich heute noch befreundet. Ich glaube, viele von den Linken haben sich bei den Grünen geirrt und haben denen zu viel Gutes zugetraut. Ich habe das nie gemacht. Ich denke, die Grünen waren eine populistische Partei, die angeblich pazifistisch, basisdemokratisch, sozial und noch irgendwas war. Und leider haben manche bei der vorigen Wahl gedacht, wir müssen die Grünen wählen, als gegen, damit die CDU nicht an die Regierung kommt. Jetzt liegen die in einem Bett, diese Partei. Und nach den nächsten Wahlen, im Bundestagswahlen, da werden die bestimmt in einem Bett liegen. Wir haben da keine Chancen. Und dieses Verständnis, das ist ein marxistisches Verständnis der Politik und kein populistisches. Man muss nicht jedem Redner glauben, wenn er sagt, ich bin für dies, ich bin für das. Man muss gucken, wer ist das? Ja. Und natürlich ist die Arbeiterbewegung auch schuld, dass manche Leute nicht geblieben sind. Wenn die Arbeiterbewegung attraktiver gewesen wäre, wenn sie bereit gewesen wäre, Studenten aufzunehmen, dann hätten wir mehr behalten. Jetzt haben wir einen Schwund von 95% bei den Studenten. Wir hätten vielleicht nur einen Schwund von 80% gehabt. Es hätte uns gut getan, wenn wir ein paar von diesen jungen Akademikern für uns gewonnen hätten. Ein paar haben wir gewonnen. Aber natürlich kann man das nicht erzwingen. Und die Arbeiterbewegung war nicht attraktiv. Und leider haben manche von unseren Gewerkschaftsführern gesagt, wir wollen diese Linken nicht.
Man fürchtete sie. Und ich habe sie nicht gefürchtet. Ich habe gedacht, die Arbeiterregierung wird sie disziplinieren. Sie werden lernen, was Gewerkschaften sind. Sie werden lernen, was Sozialismus ist. Dann werden sie mit uns zusammenarbeiten. So wie wir früher, als wir eine gute Bewegung hatten, haben wir die Besten aus dem Bürgertum gewonnen. Den Franz Mehring und andere. Das waren Bürgerliche. Die sind zu uns gekommen, weil wir eine gute Bewegung hatten. Wenn wir wieder eine starke Bewegung sind, werden wir wieder Intellektuelle gewinnen. Den Kretschmann werden wir nicht gewinnen, Joschka Fischer auch nicht. Joschka Fischer hat erklärt, er ist für Frau Merkel. Es ist ziemlich deutlich, was nächstes Jahr kommt. Okay, wir machen wieder einen kleinen Sprung. Eine der großen Herausforderungen der deutschen Politik oder der europäischen Politik ist ja die Fluchtbewegung, die wir im Moment erleben. Du warst ja jahrzehntelang Professor für internationale Agrarpolitik. Was hat diese Fluchtbewegung mit dem Zustand der Dritten Welt zu tun? Die hat sehr viel damit zu tun. Sie hat viel damit zu tun mit der Einmischung der europäischen Mächte in diese Länder. Vor einigen Tagen ist ein Bericht erschienen, der 2001 angefangen wurde. Ich weiß nicht, wer das gelesen hat, in dem der Tony Blair beschuldigt wird, dass er schuld ist an dem Mitarbeit, dass sie an Gelügen gelogen haben damals, um zu behaupten, dass im Irak gibt es Massenvernichtungswaffen. Und der Tony Blair hat einen Brief geschrieben, der war damals Premierminister in England, einen Brief geschrieben an den Bush, wir werden auf jeden Fall zusammenarbeiten. Und die sind mit Schuld an dieser Geschichte, unter anderem, es gibt noch andere Gründe. Aber ein weiterer Grund ist, dass die Amerikaner damals, als die Russen noch in Afghanistan waren, die Taliban finanziert und ausgerüstet haben, weil man hoffte, die Russen zu bekämpfen, die Sowjetunion zu bekämpfen. Gorbatschow hatte ja, als er 1985 an die Regierung kam, hat er ja erklärt, wir ziehen uns zurück aus Afghanistan. Und hat erklärt, am 15. Februar 1988 wird der letzte Soldat zurückkehren aus Afghanistan. Das hat er auch gemacht. Inzwischen aber ist die Taliban stärker geworden und hat die Waffen gewandt, auch gegen die Amerikaner. Und natürlich sind die westlichen Alliierten mit schuld an diesem ganzen Elend, das da im Nahen Osten ist. Das ist die eine Sache. Das zweite ist aber, dass in diesen Ländern eine große Misswirtschaft ist, ein Feudalismus, und dass die Menschen unzufrieden sind. Und dass es dort seit den Mitte der 70er Jahre keine Kommunisten mehr gibt. In den 70er Jahren, zwischen 75 und 78, sind in Iran, in Irak, in Syrien die Kommunisten ermordet worden, öffentlich. Und die Sowjetunion hat sich damals nicht dagegen gewendet, hat nicht protestiert. Der Einzige, der protestierte, war ich. Und die anderen haben das akzeptiert, weil der Brezhnev, der ein großes Rindvieh war in der Außenpolitik, weil der Brezhnev gesagt hat, das sind unsere Verbündete. Und sie haben damals, hat auch die Linke sich geirrt. Ich erinnere mich, als in Iran der Umbruch war, der Khomeini an die Regierung kam, 78 kommt der Khomeini zurück und der Schah flüchtet nach England, nach Amerika, glaube ich. Und da kommt der Tilgner, ein deutscher linker Journalist, kommt zurück nach Stuttgart und er sagt, der Khomeini, das ist ein Revolutionär. Ich sage, du bist verrückt. Der Khomeini, der ist noch schlimmer als die Amerikaner. Der ermordet die Kommunisten. Und der Schah hat die Kommunisten nur eingesperrt. Aber der Khomeini hat sie ermordet, öffentlich. Und deswegen, das war ein großes Missverständnis. Viele von den Linken haben geglaubt, dass da ein arabischer Frühling ausbricht. Das war kein Frühling, das war eine Eiszeit. Und die Kommunisten wurden umgebracht in all diesen Ländern, außer in Ägypten. Da wurden sie nur ausgewiesen und gingen dann nach Dakar in Westafrika. Da saßen dann die Kommunisten aus Ägypten bis 2014, glaube ich. Da hat der Al-Sisi wieder die Kommunisten legalisiert. Ob die dann jetzt selbstständig sind oder Staatspartei, das kann ich nicht sagen. Jedenfalls, Kommunisten in diesen Ländern, die auftreten können, gibt es nicht. Im Untergrund gibt es vielleicht welche. Und das ist eines der Probleme des Nahen Ostens, dass es keine Arbeiterklasse gibt, die organisiert ist. Und das muss vielleicht noch entstehen. Ich mache da einen Unterschied zwischen Tunesien und den anderen Ländern. In Tunesien gibt es eine gewisse Wirkung der französischen Herrschaft mit einer relativ starken Arbeiterbewegung und Gewerkschaften. Und ich glaube, in Tunesien ist die Lage ein bisschen anders als in den anderen
der arabischen Länder. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass dort die Arbeiterbewegung praktisch gar nicht existiert. Es gibt mal eine Partei im Libanon, aber die ist völlig nationalistisch, arbeitet mit der Hezbollah zusammen. Aber sonst gibt es außer in Israel keine Parlamentarier der Kommunisten, die was zu sagen haben. So, jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Ja. Vielleicht haben die anderen noch Fragen. Ja, genau. Aber ich würde am Schluss noch gerne die Frage stellen, du warst ja Gründungsmitglied und sogar Gründungsvorsitzender der PDS in Baden-Württemberg. Das heißt, die Linke in Baden-Württemberg ist immer noch Mitglied in der Linken. Die Linke ist dir immer noch ein wichtiges Anliegen. Wo siehst du die zentralen Aufgaben der heutigen Linken? Ich bin damals Mitglied geworden, obwohl ich mir gedacht habe, manche Leute sind ein bisschen zu sozialdemokratisch. Aber ich dachte mir, dass wir brauchen Solidarität, wir gehören zusammen. Und manche meiner Freunde wurden auch abgewickelt, die sehr kritisch waren. Das war ja eine allgemeine Abwicklung der Linken, der selbstständig Denkenden. Und deswegen bin ich Mitglied der Partei geworden. Ich wusste, dass ich kein Abgeordneter werde. Meine Frau hat mich gefragt, was machen wir, wenn du gewählt wirst? Ich war ja Spitzenkandidat in Baden-Württemberg. Da habe ich ihr gedacht, du brauchst keine Angst zu haben, wenn ich gewählt werde. Nehmen wir eine Wohnung in Bonn und du gehst zu mir nach Bonn. Aber du darfst das niemandem vor der Wahl sagen, ich werde bestimmt kein Abgeordneter. Aber wir haben einige tausend Stimmen gewonnen für die Linkspartei. Das hat ihr geholfen, dass sie, obwohl sie keine 5% hatte, doch in den Bundestag kam, 1990. Damit haben wir etwas Gutes getan für meine Partei. Ich bin immer noch Mitglied der Partei und ich glaube, sie ist wichtig. Sie ist ganz wichtig. Aber sie hat Probleme. Ein Problem ist, dass wir zu viele Sonderbündeleien in unserer Partei haben. Jeder hat irgendwas Besonderes. Ich habe auch meine Wünsche, aber ich kann sie zurückstellen. Wir müssen gucken, dass wir das, was Bernd Rixinger sagt, wir müssen die Dinge zuspitzen. Wir müssen einige Punkte haben, die uns gemeinsam sind. Die Alleinstellungsmerkmale. Wir dürfen nicht den anderen nachlaufen. Wir dürfen nicht dies machen und jenes machen. Und alle unsere Sonderwünsche müssen wir zurückstellen und müssen sagen, wir wollen gemeinsam für die und die Punkte kämpfen. Ich denke, das müssen 4 oder 5 Hauptpunkte sein. Manche werden für andere finden. Meine Meinung ist, es geht um die Sozialversicherung, um Hartz IV, das abgeschafft werden muss, und um Rente mit 67, die zurückgefahren werden muss. Es geht um unsere Löhne. Es geht um den Kampf gegen den Krieg, gegen die Aufrüstung, gegen das, dass Soldaten im Ausland tätig sind. Und es geht vielleicht darum, Solidarität mit den spanischen, portugiesischen, griechischen, französischen und belgischen Arbeitern gegen unsere Regierung. Ich glaube, einer der Gründe für die Krise in Europa ist die Dominanz des deutschen Kapitalismus. Die zeigt sich zum Beispiel darin, dass der deutsche Sozialdemokrat Asmussen, heißt er, glaube ich, dass der die Treuhand in Athen leitet. Und diese Treuhand macht dasselbe, was sie 1989 mit dem ostdeutschen Volksvermögen gemacht haben. Die verkauft das Staatseigentum der Griechen, wird verhökert. Und das macht ein Deutscher als Aufseher doch. Das ist eine Arroganz des deutschen Kapitalismus, die ist fantastisch. Diese Bande, die scheut sich vor nichts zurück. Die kämpft heute gegen die NATO marschiert nach Osten. Wir sind dabei, den Luftraum über Litauen zu schützen. Wir sind dabei, wir haben 4.000 deutsche Soldaten, die da in Litauen stationiert werden. Unsere Flieger schützen den Luftraum von Litauen, all solche Sachen. Wir sind dabei, mitzumachen bei dem Aufmarsch der NATO gegen den Osten. Und wir haben vergessen, unsere Herren haben vergessen, dass die russischen Arbeiter und Bauern die deutschen Kapitalisten besiegt haben. Das haben die nach 70 Jahren vergessen. Und wir haben eine völlige Umkehrung der Allianzen. Diese Länder, die damals die Feinde des Westens waren, Japan und Deutschland, das sind heute die besten Verbündeten der amerikanischen Kapitalisten. Die deutschen Kapitalisten haben die Souveränität und sie sind nicht abhängig von Amerikanern. Es kann keiner sagen, die Amerikaner zwingen uns. Wir sind ein souveräner Staat. Die deutsche Regierung könnte sagen, und sie muss eines Tages sagen, wir werden an diesen Dingen nicht teilnehmen. Der deutsche Kapitalismus ist schuld an diesem Elend in Europa zu einem großen Teil. An der Euro-Krise und all diesen Dingen.
Und es gibt in vielen Ländern, ich kann das auch nachweisen, aus Frankreich, aus der bürgerlichen Presse, es gibt in Frankreich ein tiefes Murren über diese Herrscher, über diese Dominanz des deutschen Kapitalismus, die sich immer wieder zeigt. Und wenn wir nicht zeigen, dass wir Internationalisten sind, dann besteht die Gefahr, dass in Frankreich man sagen wird, die Deutschen sind alle gegen uns, und dass die deutschen Bürger sagen werden, die Franzosen sind gegen uns. Wie heißt es dann in der Bild-Zeitung? Wir zahlen für die faulen Griechen. Lauter Lügen in der bürgerlichen Presse. Und diese Verwirrung, die muss von uns beseitigt werden. Wir müssen eine klare Kante zeigen. Wir müssen zeigen, dass wir Internationalisten sind, dass wir mit den Griechen, Portugiesen, Spaniern und so weiter zusammenkämpfen wollen gegen die Dominanz des deutschen Kapitalismus und gegen die Militarisierung der Politik. Ich glaube, das sind die wichtigen Dinge, die wir machen müssen. Da gibt es keine andere Partei als die Linkspartei, die muss aber noch ein bisschen intensiver arbeiten. Danke, Theo, für diese wirklich anregenden Worte. Aus Grund der schon fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt noch die Möglichkeit trotzdem bieten, dass ich Fragen stelle. Ich möchte euch bitten, keine Statements abzugeben, sondern Fragen zu stellen, die wollen wir auch sammeln, damit ich darauf antworten kann, dass wir ungefähr 2030 dann auch zu unserem offiziellen Teil dieser Jahresversammlung kommen können. Aber wenn ich mich aufstehe und wirklich deutlich spreche, kann ich das meiste verstehen. Ein bisschen schwer. Kann man da hin? Ey, ja, ich habe. Ich nehme mal auf und sprich heute. Ich gebe mir Mühe, deutlich zu sprechen. Ich habe in deiner Biografie gelesen, dass du viel in China ja auch unterwegs warst und ja auch immer noch bist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, das letzte Mal, letztes Jahr. Da gibt es ja relativ viele Entwicklungen. Das letzte, was ja größer in den Zeitungen zu verfolgen war, sind ja verschiedene Projekte, die China in Umländern startet, also Infrastrukturprojekte, um sich sozusagen seinen Binnenmarkt über seine eigenen Grenzen hinaus auszudehnen. Trotzdem habe ich bei dir gelesen, die Einschätzung, dass du sagen würdest, China ist immer noch ein Land auf dem Weg hin zum Sozialismus. Das irritiert mich. Deswegen einfach nur die Nachfrage, wie meinst du das, was siehst du da für sozialistisches Potenzial? Wo war noch eine Frage? Ich habe genau, das wie Christian. Ja. Ich habe einen Punkt, wo ich so ein bisschen hadere mit der. Ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit der linken Parteileitung immer noch aus meiner Sicht ein bisschen klebt an der EU. Ein bisschen Punkt. Was? Klebt. Klebt EU. An der Leben. Also, ich glaube, dass die EU nicht reformfähig ist. Und deswegen. Ich kann mir nicht vorstellen, weil es gibt die Lissabon-Verträge und es gibt die Grundsätze dieser EU, die von der theoretischen Fundierung die EU von vornherein ausweisen als eine kapitalistische, orientierte Organisation oder wie man es auch immer sein kann. Erstens und zweitens mal ist die EU ein völlig undemokratisches Gebilde, weil nicht gewählt wurde. Es gibt nur das EU-Parlament, aber da gibt es die berühmten Defizite, die nicht so viel Einfluss haben. Also meine Frage, um es kurz zu formulieren, wie stehst du dazu zur EU selber? Hältst du die EU für reformfähig oder reformierbar? Dankeschön. Meine Frage, ja. Ich habe das mal aufgetan, da er manches nicht lesen. Ich habe das mal aufgenommen. Ja. Wie beurteilst du die derzeitige Entwicklung in Kuba? Jetzt haben wir drei, denke ich, doch größere Themenkomplexe, die doch sehr spannend sind. Dann würde ich noch bitten, da noch zu antworten. China, Kuba und dann Europa. Also, ich bin 14 Mal in China gewesen, seit 1978, seit Maos Tod, und habe die Entwicklung dort beobachten können. Ich hatte gute Gesprächspartner. Ich bin in Instituten gewesen, ich bin auf Dörfern gewesen, in Fabriken. Wir hatten ja auch
auch zum Teil hervorragende Dolmetscher. Wir haben Krankenhäuser gesehen, Universitäten, Schulen, alles Mögliche. Und nach diesen 14 Reisen bin ich überzeugt davon, dass die Chinesen kommen, alles nach Maos Tod, alles selber bezahlt, keine Einladung von der Partei, gar nichts. Und habe den Eindruck, dass die chinesischen Kommunisten regieren. Vielleicht sind sie nicht ganz so tüchtig wie wir Deutschen. Wahrscheinlich brauchen sie die Frau Merkel, dass sie ihnen Demokratie beibringt und den Herrn Gauck, dass sie Menschenrechte lernen. Aber ich denke, sie machen ihre Sachen nicht ganz schlecht. Und nach diesen Jahrzehnten habe ich den Eindruck, dass sie vieles erreicht haben. Nicht alles. Und dass sie Fehler gemacht haben vorher. Diese Fehler habe ich vorher zum Teil erkannt, weil ich ein kritischer Mensch bin, als der Mao Zedong zum Beispiel die große Kulturrevolution ausrief und erklärt hat, dass der Liu Cao-Chi ein Kapitalist Roder sei, ein chinesischer Khrushchev, der China auf den Weg des Kapitalismus zurückführen wollte, habe ich gemerkt, dass der Mao genauso lügt wie der Stalin. Und habe gedacht, das mache ich nicht mehr mit. Und habe, da ich kluge Lehrer gehabt hatte, wie den Heinz Müller und den Mann der Bündner Treu vor 33, habe ich mich immer mit China befasst. Und die chinesische Revolution war natürlich eine große Sache, die hat mich auch begeistert. Aber wie der Mao anfängt mit seinen Verrücktheiten, sagt, das mache ich nicht mehr mit. Und 2 Jahre nach Maos Tod war ich zum ersten Mal da. Und dann bin ich immer wieder gefahren und ich habe die Vorstellung, das sind Kommunisten, die regieren. Aber sie können nicht in wenigen Jahren das Endziel erreichen. Und es gibt auch kein Endziel. Die Vorstellung von Mao und von Stalin, dass wir eines Tages eine endgültige kommunistische Gesellschaft erreichen, ein Paradies, das ist falsch. Eine Gesellschaft ist ein lebender Organismus. Und der ändert sich immer wieder. Da gibt es neue Forderungen, neue Aufgaben, neue Wünsche. Die Menschen bleiben nicht gleich. Und auch die Gesellschaft ändert sich ständig. Das hat schon der August Thalheimer 1925 geschrieben, dass diese Vorstellungen vom Paradies unsinnig sind, dass die Gesellschaft sich immer weiter verändert und dass wir mit dieser Veränderung mitgehen müssen. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen nachweisen. Ich habe ein Buch darüber gemacht, das liegt dort auf, die Strukturprobleme der kommunistischen Bewegung. Da habe ich da drinnen unter anderem die Dokumente, das wichtige Interview von Deng Xiaoping 1980, wo er erklärt, wir haben Plagen in unserem System. Es ist nicht bloß gut Personenkult wie bei Stalin, es ist mehr. Wir haben auch Plagen, wir haben Strukturprobleme. Warum lassen wir keine jungen Menschen ran? Warum bleiben wir alten Leute im Büro bis zu unserem Tod? Warum haben wir keine Demokratie in der Partei? Und all diese Fragen, die legten die, behandelt er in seinem Interview. Und als er in die Regierung kommt, 2 Jahre nach dem Tod von Mao, beginnt er eine große Debatte. Und es gibt unter anderem eine 3-jährige Debatte in der Partei öffentlich von 4.800 Funktionären. Was war falsch bei Mao? Und 1981 gibt es eine große Veröffentlichung von 50 Seiten, dass Mao war ein großer Revolutionär, aber er war ein Autokrat geworden, er wurde verrückt und das Verrücktsein ist ein bisschen anders. Und er hat dann das und das gemacht, das waren große Verbrechen. Und ich habe 1994 mit der Witwe von Liu Cao-Chi sprechen können, nachdem ich ihr mein Buch hatte als erster, noch vor den Chinesen, hatte ich die Werke von Liu Cao-Chi auf Deutsch veröffentlicht. Der große Gegner nicht, der abgesetzt wurde von Mao und der im Gefängnis gestorben ist, als Staatspräsident im Gefängnis gestorben. Dieser hatte eine Frau, die überlebt hat und diese Frau habe ich 1994 getroffen. Und ich habe sie gefragt, was sagst du von der Kulturrevolution? Da sagt sie mir, die Kulturrevolution war ein großes Verbrechen. Und wir Kommunisten sind selber mit daran schuld, dass wir das zugelassen haben. Und so heißt es auch an der Erklärung von 1981. Wir haben da den Fehler gemacht, dass wir das zugelassen haben. Man hat die Leute rehabilitiert. China ist eine andere kommunistische Partei als in der Sowjetunion. Und das ist eine lange Geschichte, die ich jetzt nicht im Einzelnen behandeln will. Ich bin überzeugt davon, dass die chinesischen Kommunisten Kommunisten sind, aber sie können kein Paradies schaffen. Und was der Mao geglaubt hat, mit einem großen Sprung, was bringen wir dem Kommunismus, das ist unhistorisch. Man muss kämpfen, man muss arbeiten. Deng Xiaoping sagt, 50 bis 100 Jahre wird es dauern, bis wir eine moderne Gesellschaft aufgebaut haben. Und daran arbeitet man gemeinsam. Und ich glaube, das machen sie ganz vernünftig. Und wenn wir abwarten, es gibt natürlich viele unter uns, vor allen Dingen aus der DDR, die zutiefst pessimistisch sind, das weiß ich. Und ich habe in dieser Hinsicht
eine optimistische Position, weil ich gesehen habe, dass Kommunisten lernen können. Und wenn sie nicht lernen, dann sind sie schlechte Kommunisten. Aber wenn sie lernen, können sie es besser machen, als sie es vorher gemacht haben. Darauf begründet sich ein bisschen mein Optimismus. Und das mögt ihr glauben oder nicht. Ihr werdet das in 20 Jahren wissen, ob sie immer noch Kommunisten sind oder nicht. Dann werdet ihr mir das berichten. E-Mail in die Höhle. E-Mail in die Höhle. Ich noch keine E-Mails. Jetzt kommt Kuba. Ich glaube, die Kubaner haben auf ihrem Parteitag, der jetzt stattgefunden hat, eine ähnliche Reform beschlossen wie die Chinesen. Das ist interessant. Das haben auch die Vietnamesen beschlossen. Und sie haben beschlossen, dass der Raúl Castro zurücktritt 2018. Sie haben beschlossen, dass der Miguel Díaz-Canel der Nachfolger wird. Sie haben beschlossen, dass einer mit 70 Jahren nicht mehr Funktionär sein kann. Dass man, wenn man über 60 ist, keine Funktion mehr übernehmen darf. Sie sind dabei, die Partei zu verjüngen. Sie haben neue Leute ins Zentralkomitee aufgenommen. Sie haben beschlossen, dass sie Kapitalisten einladen werden und sie kontrollieren werden. Sie haben beschlossen, dass, wenn es Schwierigkeiten gibt mit der Wirtschaft, dann werden wir trotzdem keinen zurücklassen. Wir werden für alle sorgen. Ich glaube, es gibt Parallelen zwischen China und Kuba. Und ich habe mir vorgenommen, ich bin jetzt dabei, ein Büchlein zu schreiben über die Entwicklungsprozesse und Entwicklungsprobleme Chinas. Ich werde ein letztes Kapitel schreiben über die drei sozialistischen Inseln im kapitalistischen Ozean, Kuba, Vietnam und China. Und da werde ich versuchen, die Parallelen, die Analogien und die Unterschiede darzustellen. Natürlich wird es in Kuba nicht so leicht sein. Kuba ist näher an Amerika. Die Amerikaner haben nicht aufgegeben, Kuba zu bekämpfen. Sie haben es ein bisschen freundlicher verhalten, aber nicht sehr. Und außerdem ist Kuba kleiner und man braucht ja, um einen Sozialisten aufzubauen, braucht man ja auch Kapital und Menschen. Und ein kleineres Land kann natürlich nicht die gleiche Kapitalakkumulation zustande bringen wie China. China mit 1,4 Milliarden hat mehr Geld in der Planwirtschaft zusammengerafft und hat das eingesetzt für Infrastruktur und so weiter. In Kuba wird das etwas länger dauern, aber sie werden vielleicht auch in 10 oder 15 Jahren wird man sehen, dass sie es fertig gebracht haben, ihren Dingen weiterzuentwickeln. Und ganz wichtig ist, dass sie sowohl in Kuba wie in China beschlossen haben, man muss den Marxismus weiterentwickeln. Es genügt nicht, Marx zu lesen und Marx zu kennen. Das ist ganz wichtig. Aber der Marxismus ist kein Haufen, wo man aus den Steinen was raussucht, sondern es ist eine Methode, mit der man die Gegenwart und die Zukunft neu untersucht. Das über Kuba. Ich glaube, dass sie eine ähnliche Entwicklung machen wie China. Und die dritte Frage war Europa. Chance auf Demokratie. Ich denke, es ist gut, dass wir keinen Krieg mehr führen werden gegen die Franzosen. Das halte ich für einen Fortschritt. Aber dass wir gemeinsam mit den Franzosen einen Krieg führen werden gegen die Russen, das halte ich für einen Blödsinn. Ich glaube nicht, dass wir im Kapitalismus große Reformen durchsetzen können. Wenn wir uns natürlich gar nicht wehren, setzen wir gar nichts durch. Wenn wir uns gemeinsam wehren mit den anderen, die ich erwähnt habe, die auch von der Dominanz des deutschen Kapitalismus bedroht werden, wie die Griechen und so weiter, dann können wir einen Druck ausüben außerhalb des Parlaments. Dann können wir so stark werden, dass die anderen wackeln. Es gibt ein schönes Gedicht von dem norwegischen Dichter Bjørnstjerne Bjørnson. Takt, takt auf takt, takt, ach. Takt ist mehr als halbe Macht. Das will ja alle nicht kennen. Ja, und das endet dann so. Und wenn wir mal 100.000 sind, dann werden die anderen doch Angst kriegen vor uns. Und wenn wir alle gemeinsam handeln, dann sind wir imstande, auch ohne, dass wir die Mehrheit im Parlament haben, etwas zu erreichen. Wir werden nicht den Kapitalismus insgesamt bekämpfen durch Wahlen, aber wir werden gewisse Reformen durchsetzen können. Und dann werden wir lernen, wie weit die Reformen im Kapitalismus möglich sind. Wir werden die Erfahrung sammeln, dass wir weitergehen müssen, dass wir den Kapitalismus abschaffen müssen. Das sind noch Hoffnungen, die viele von uns nicht glauben. Den Pessimismus, den ich vorhin berichtet habe, dessen Ursachen ich vorhin dargestellt habe. Aber ich denke, es muss eine andere Gesellschaft geben. Und diese andere Gesellschaft muss von den arbeitenden Menschen geschaffen werden. Und zu den arbeitenden Menschen gehören auch die Lehrer, gehören die Krankenschwestern und die Erzieherinnen und all die anderen, die schwer haben, sich zu organisieren und mit den Arbeitern zusammenzukommen.
Wir müssen natürlich auch lernen, dass wir wieder die Arbeitenden zusammenführen. Wir werden von den Kapitalisten auseinanderdividiert. Die bringen es fertig. Facharbeiter gegen Leiharbeiter, Frauen gegen Männer, Junge gegen Alte, Ausländer gegen Deutsche, also uns auseinander zu dividieren. Und da müssen wir wieder lernen, dass wir zusammenkommen können. Und das Zusammenkommen bedeutet auch durch den gemeinsamen Kampf, durch die gemeinsame Solidarität, also dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir dann merken, dass wir zusammengehören. Das kann man nicht durch meine optimistischen Reden ändern, ich da nichts, das ist mir klar. Aber ich denke, wenn wir aus der Geschichte lernen, wenn wir wissen, was zu machen ist, wenn wir unsere Partei stärken, und sie intensivieren und auf gewichtige Punkte uns zuspitzen und konzentrieren, ich glaube, dann können wir auch im Kapitalismus manches erreichen und können lernen, dass wir über den Kapitalismus hinausgehen müssen. Wie wir das machen, weiß ich auch nicht. Ich habe kein Rezept für die Zukunft, aber das wird sich zeigen, ob die Kapitalisten bereit sind nachzugehen. Ich glaube, das sind sie nicht, aber wir werden gucken, dass wir Wege finden, über die Kapitalisten freizukommen. Wer aus den Fehlern der Vergangenheit nicht mehr ist, verdammt sie zu wiederholen. Ich denke mal, ich nehme auch jetzt als Sprecher auf hier als Kreisverband in die vielen interessanten Punkte mit, die du heute uns erzählt hast. Und ich hoffe mal, und ich denke mal, du siehst, das Interesse ist groß, sind viele Leute heute gekommen. Und ich glaube, wir können fast noch mal so einen Abend machen. Weil es gibt noch viele interessante Themen, die du noch erzählen kannst, wo es auch noch viele Sachen gibt, die uns interessieren würden. Ich glaube, das machen wir sogar. Das machen wir auch mal. Ja, danke schön, dass du hier warst. Danke für eure Geduld. Und es wird mir eine Freude, wenn ich mit anderen Genossen reden kann und ihre Fragen höre. Aber ihr müsst natürlich wissen, dass 100 Jahre oder 90 Jahre Lebenserfahrung nicht in einer Stunde zu haben. Ja, klar. Aber ich wünsche euch, dass ihr weiter aktiv arbeitet, dass ihr jüngere Genossen und Genossinnen findet und dass ihr vielleicht ein oder andere von den Büchern euch ansieht und da weiter lesen könnt und lernen könnt. Vielen Dank für eure Einladung. Ja, wisst vielleicht nicht, wir haben nicht über Alkohol gerade gesprochen, aber man muss wissen, dass Theo zu dem Teil der Arbeiterbewegung gehört, die keinen Alkohol trinkt und auch sonst sehr gesund lebt. Das war früher sehr, sehr wichtig, weil es ja früher so war, dass die Arbeiter noch am Freitagabend oder noch früher am Samstagmittag ihre Lohntüte gekriegt haben. Und dass die Frauen das Geld abnehmen mussten, damit es nicht gleich versoffen wird. Da standen 15 Frauen standen vor der Tür und haben den Männern, hier hast du ein paar Mark, jetzt gehst du. Und deswegen gibt es für Theo noch was Gesundes.